Audi, ich habe Pigo ein paar Filme abgekauft. Zuerst Inside Man, nicht zu verwechseln mit dem von Denzel Washington. Das Leben nach dem Tod in Denver. Lost in Translation. Der Big Lebowski, Baron Fling und Oborder. Irgendwie passt das da nicht ganz rein, warum auch immer. Kolumbianer oder so. Baby Driver. Rounders, den habe ich nur wegen Edward Norton gekauft. USS 117, eine Bond-Parodie. Die Reifenprüfung. Und Ladykillers. Ja, das ist alles aus dem Karton, aber ich habe noch mehr Sachen gekauft. Ah ja, Peter Süß hat mich besucht. Also es ist nicht das, was ihr denkt. Sie hat nur ein paar Filme vorbeigebracht. Zurück aus der Hölle, Ghost Call, Spring Breakers, 20 Minutes, Goldhunter, sehr guter Film. Pulverfass, den fand ich sehr schlecht. Und eine Dick und Doof Collection. Dann Lego City Undercover für die Wii U. Für die Wii und Wii U mache ich noch zwei separate Videos. Ich habe damit wieder angefangen zu sammeln. Knuckles, den fand ich sehr schlecht. Der kommt wieder raus. Und der Sinn des Lebens. Den habe ich aber noch nicht geguckt. Und eine Monumental Collection. Ab jetzt kommt alles durcheinander. Gurin, das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Battlefield Hardline. Ist ganz nett. Dracula, die Verfilmung mit Keanu Reeves. Eine Western Collection. Spoiler, ich habe eigentlich schon fast alle Filme auf dieser Collection. American Beauty. Casablanca. Rollerball, die Neuverfilmung, in Ordnung. Momento, die Tiefseetaucher, Forums, Hell's Angel of Wheel, Revenge of the Warrior, Any Mind, eine Empfehlung von meinem Onkel, Mississippi Burning, Sandokan, die Verfilmung mit Ivan Rassimo, Malato oder Batman's River. Monsterball. Der Guardian. Gabu. Das ist ein Bollywood-Film. Aber wahrscheinlich ein sehr brutaler. Im inneren Kreis. Codename Nina. Running Scott, Kill Bobby Z, The Raven, aber es kommt noch ein weiteres Paket. So, das ist jetzt das Paket von Slane.
Dann haben wir es für heute. Zuerst Star Trek 6, das unentdeckte Land. Tremons, der erste Teil mit Kevin Bacon. Der Omega Man mit Charlton Heston. Ich glaube, die Zweitverfilmung. Ja, die erste war ja mit Vincent Price. GoldenEye in einem bisschen komischen Snapper, aber das ist eine illegale Fassung, keine Sorge. Kopfgeld, der soll ganz gut sein. Laut seinen eigenen Aussagen. Endlich habe ich ihn wieder. Universal Soldier. Dame, König, Ass, Spion. Und du guter Les, no OVP, Sony 414. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Bis dann.